Ja, das passt nicht zu dem Setting. Das ist scheiße. Fuck. Na, warte mal. Gut. Na genau dann. Aber das wird sie wieder geändert, gell? Ach egal, wir nehmen jetzt einfach die. Ja, das ist doch gut. Ist wurscht. Dann ändere ich mal das hier noch. Hier oben, wenn das geht, das ist ein falscher. Da. Ja. Ist das schon hell? Ich würde sagen, so, oder? Stiefel, okay. Von mir aus. Was wollt ihr jetzt nur mal genau? Kopf. Wie mach ich Haar? Haar. Kopf. Kopf. Haartracht, ja. Das ist nochmal ran zu. Ich finde irgendwie, das ist so, keine Ahnung. Sieht doch am besten aus. So finde ich, oder? Sieht doch gut aus. Wie mache ich jetzt das Abzeichen? Das hat die, haben die da dran, die haben das Ding, der Kommunikator dran. Spielfilm. Karte. Wenn der Mensch das alles zusammenpasst, ich würde sagen, wir können doch zufrieden sein. Die Uniform können wir im Notfall noch später ändern. Mit den Stiefeln, ich weiß nicht so richtig. Okay. Ich würde fast die Dinger nehmen, weil ja, es sieht ein bisschen mehr nach Damenstiefel aus. Ich finde, mit dem Gesicht kann man auch zufrieden sein. Wir machen mal weiter. Geben Sie einen Namen! Oh je, jetzt fängt es an. Hey, was machen wir? Zufall. Tichonik, okay. Wieso macht das keinen zweiten Namen? Vorennas. Vilo. Tilos. Tira. Tihuta, Uris, Ulu, Tibana, ja. Yeah.
Ziel. Tima. Tipea. Tisch. Aber was ist, wenn ich jetzt zum Beispiel T-Shirt nenne oder so, T-Shirt, ist das ein reiner Jungenname oder? Und ist ein Mädchen so, oder ein Damencharakter so nennen. T-Shirt. Ich finde, da können so richtig was mir gefällt. Timo. Nimm die jetzt einfach T-Shirt. 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 Ja, ich würde sagen, T-Shirt passt, oder? Machen wir mal T-Shirt. Dann ist T, der Vorname im Shirt. Shorty, der Nachname, oder? Der Vorname ist T. Tiberius, nein. T. Es gibt so einen Vernehmen mit T. Ah, das ist schon ein Schussname. Überleg mal so. Es ist Kaschmir. Cool. Es ist Hand. Es ist Israel. Es ist Odin. Feiermiger. Es ist Patriot. Okay.
Das ist Korfu. Regen. Urses Rot, verdammt. Alter. Urses Bayern. Gut, Urses Venus. Urses Edmir. Urses Sophia. Urses Danzig. Urses Leverkusen. Ich will jetzt irgendwie so ein Urses Kenny. Urses Sumat. Urses Hudson. In einem Urses Hudson, glaube ich. Sarut. Ich weiß immer noch keine Vornamen. Wenn man Sarut den zweiten Namen macht. Fällt echt kein Name ein. Gibt's ja gar nicht. Das gibt's ja gar nicht. T. Guckt, stand die irgendwie auf dem Schlauch. Ha! Ich schau jetzt mal kurz im Internet, wenn Ton jetzt gleich weg ist, tut's mir leid. Aber ich muss jetzt einfach mal kurz schauen, was für ein Name es mit T gibt. Was für ein cool. Weil mir echt kein cooler Name einfällt mit T. Schwierig, schwierig. Takara. Tana. Talesia. Talibi. Einfach Tani, ne? Ich hab mir auch früher einfallen können. Tara. Theresa. Also wenn ich da so durchschaue, da fällt mir Haufe Nähme ein. Ich glaube ich nur Tamara. Tamara Sarut Schulte. Tamara. Ich will nicht jetzt sagen. Tamara. Und Tess. Tamara Tess Schulte. Ja, das ist doch gut. T-Shirt. Müssen wir aber da auch Konsequenz. Name des Captains. T-Shirt. Tamara T-Shirt. USS Hudson. Ja. Ich wäre in dem Fall zufrieden. Jetzt haben wir halbisch mehr.